Knapp drei Wochen nach dem Brexit haben britische Unternehmen Probleme, ihre Waren in die EU zu exportieren. In London zogen Fischer gegen die neuen Auflagen zum Sitz des Premierministers. Durch den Brexit sind bei der Einfuhr in die EU aufwendige Gesundheits- und Zollkontrollen notwendig geworden. Nach offiziellen Angaben dauern Transporte auf den Kontinent oftmals 4 Tage statt wie zuvor einen Tag. Fischhändler steuern ihre Lkw ins Londoner Regierungsviertel. Sie bekommen seit dem endgültigen Brexit ihren Fisch kaum noch in die EU. Die neuen bürokratischen Hürden sind der Grund. Ihr Fisch kommt nicht an oder verdirbt. Boris Johnson hat unsere Bedenken immer wieder ignoriert. Ohne Begründung. Wir suchen einfach nur nach Hilfe. Ein Hilfeschrei, auf den der Premierminister heute reagierte. Die meisten Probleme, die es derzeit gibt, sind Kinderkrankheiten. Menschen, die Dokumente nicht richtig ausfüllen. Wenn es nicht die Schuld der Menschen ist, werden wir natürlich entschädigen und helfen. Wie diese Hilfen konkret aussehen sollen, ließ Johnson offen. Aufwendige Formulare, Gesundheitszertifikate, Herkunftserklärungen, all das müssen Händler ausfüllen. Ist etwas nicht korrekt, kann die gesamte Ladung vom Zoll aufgehalten werden. Wir fordern eine Verlängerung der Übergangszeit. So kann zusätzliches Zollpersonal eingestellt werden und Firmen hätten Zeit, sich vorzubereiten. Laut britischem Hafenverband müssen geschätzte 5% aller Lkw an der Grenze umkehren. In die andere Richtung läuft es im Moment noch flüssiger. Großbritannien wird erst ab Juli Zollkontrollen einführen. Das Essen wird uns nicht ausgehen, aber es gibt Lücken in den Supermarktregalen. Vor allem Frischware fehlt. Bisher sind das aber eher Ausnahmen. Einige Unternehmen sind wegen der neuen Hürden weiterhin zurückhaltend mit Lieferungen in das Vereinigte Königreich.